Also versuchen wir es nochmal. Schnauze da unten. Ich hätte gleich runterspringen müssen, weil ich habe einfach nichts getroffen und die ganze Zeit nur Munition verschwendet. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Warum kommst du nicht runter? Zeig dich mal die Knarre aus der Nähe! An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, von wo die gerade schießen. Jetzt kommt das Kackviech. Diesmal haben wir es geschafft. Das gibt's doch nicht. Alter. Alter, was? Scheiße, ich bin schon wieder in dieses Kackloch gefallen. Nicht sehen, was besser ist und was schlechter ist. Das stört mich extrem bei sowas. Okay. Irgendwann schießt er noch. Hey, den wollte ich töten. Ups, das wollte ich gar nicht. Wo sehe ich hier eigentlich meine Gesundheit? Kann ich öffnen, ja. Gut, 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 gut. Mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Hi. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary.
irgendein altes Viertel, aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit, ich könnte deine Hilfe brauchen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... Wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Ich folge einfach. Hi. Kommst du mit uns nach Sanctuary? Anscheinend schon, aber ich komme hier nicht raus. So, ich würde sagen, wir begleiten sie erstmal zurück. So, vielleicht können wir da auch die Powerrüstung ablegen, denn ich bin ein bisschen ungeübt damit. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir sind keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Ja, aber du hast ein Aufgabensymbol über den Schädel, das heißt wohl, ich muss dir folgen, oder nicht? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ach ja, haben wir das Ding überhaupt durchsucht? Fällt mir mal gerade so auf. Wir haben das gar nicht durchsucht, oder? Und ich glaube, die Leiche ist jetzt despawned. Ich sehe sie jedenfalls nicht. Aber wir sind alle anderen... Ja, Leichen noch hier. Ich nehme ein bisschen was mit, auch wenn ich nicht weiß, was und so. Und Alter! Was war das gerade? Falls sie später angreifen. Okay, jetzt weiß ich, dass ich das bin. Oh, ich habe mich da voll erschrocken gerade.
Können wir vielleicht mal ein bisschen schneller gehen? Währenddessen kann ich ja hier ein bisschen die Häuser durchsuchen, wenn man da reinkommen würde. Ach ja, wir haben ein Level Up. Ja. Level Up. Stärketraining, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, was haben wir hier unten? Härte. Ach du Scheiße. Ich würde dann doch erstmal hier. Wegen der Treffsicherheit. Keine Sorge, June. Bleib einfach bei mir. Es wird alles gut. Oh. Okay. Jetzt mach doch mal ein bisschen hinne hier. Es ist so eklig. La la la. Weißt du, während die da hinten so Ewigkeiten brauchen, kann ich hier ein bisschen verwerten. Die braucht... Nein, ich weiß nicht, wofür das ist. Vielleicht brauchen wir das. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Und ehrlich gesagt möchte ich hier sowieso nicht wirklich was bauen. So, die sind da vorne. Das kriege ich nicht mit. Das Schild. Ja, komm, das Schild lassen wir mal. Der Stuhl kann weg. Hier noch ein bisschen Gummi. Und was ist, glaube ich, viel wichtiger? Okay, das Holz. Doch, können wir. So ein bisschen verwerten. Gut, die folgen hier nicht mehr der Straße, sondern gehen einfach so querfeldein. Was wollt ihr hier drüben? Ja. Ich glaub's ja nicht. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Sehr schön. Dass das die Old Northbridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Boss, aber ich find's schön, dass du dich darüber freust. Na los, schneller. Kann man die Leichen eigentlich bewegen? Oh ja. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt mal die Straße ein bisschen reinigen. Nein, ich wollte doch nicht. Gut, jetzt weiß ich aber, wie ich das hier verlasse. Okay, ich kann den Hund nicht nehmen. Ich kann Menschen nehmen, aber ich kann diesen Mutantenhund nicht nehmen. Gut. Gut, 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 gut. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein Rechnen gefunden. Wir sind doch jetzt da. Wir könnten uns hier niederlassen. Bis zu einem Ort, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du?
Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Muss eigentlich nicht wissen unbedingt, oder? Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will nicht darüber reden. Schon okay. Wir haben alle unsere Vergangenheit, mit der wir zu kämpfen haben. Ich muss nichts wissen, was du mir nicht sagen willst. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Stille kehrt ein. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Ja. Was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. War übrigens gerade eine Trophäe, die wir bekommen haben und wir sind wieder Level Up. Ich würde ganz gerne gucken, ob wir die Power-Rüstung ablegen können und... Wo war nochmal die Werkstatt? Die war irgendwo da hinten. Der erste Schritt. Sprich mit den Siedlern, ja. Du hast folgendes Level erreicht, Level 4. Sprich mit Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Geht sofort los. Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, baue geschützte Schlafplätze. Wie kann ich denn jetzt, oh, Alter, ist das scheiße gerade alles, kann ich die einfach so da stehen lassen? Ich finde das ehrlich gesagt echt scheiße, muss ich sagen. Wahrscheinlich kann man die wirklich da reinstellen und ich habe nur keine Ahnung wie. So, wir müssen jetzt also Betten bauen. Waffenwerkbank. Die Frage ist für mich gerade, sollen wir eins dieser zerstörten Häuser nehmen oder wollen wir lieber selbst ein neues bauen? Wir haben ja ein paar Grundstücke wie das da zum Beispiel freigeräumt. Lass mich in Ruhe. So, Strukturen. Strukturen aus Metall. Strukturen aus Holz. Es gibt nur Holz und Metall. Kann ich sowas hier bauen? Schutz 0. Ja, für den Schutz sorge ich ja noch, wenn ich Wände da reinmache. Ich hoffe, das geht auch. Hä, wieso kann ich denn das jetzt nicht daran hängen? Ich kann's hier ranhängen, da wo ich es nicht haben will, aber ich kann es nicht hier ranhängen. Was? Vielleicht war es ein bisschen zu weit oben oder zu schräg. Ich habe keine Ahnung. Hä? Wieso kann ich das da nicht ranhängen? Ja, nein, so sollst du. Oh, ich dreh durch. Kannst auch lagern? Nee, ist mir egal gerade. Wieso kann ich das da nicht ranhängen? Ah, so geht's. Okay.
Pass mal auf. Ich glaube, ich habe sowieso was falsch gemacht. Kann ich das drehen? Ich würde das gerne drehen. Oder ich baue einfach so. Ich baue einfach so ein fertiges erstmal hier hin, oder? Nur damit die Betten haben. So. Okay. So ein richtiges kann man auch ein andermal bauen. Nein! Ach. Türen. Strukturen, Türen. Tür. Gibt es irgendwie auch Türen, die irgendwie ein bisschen sicherer aussehen? Soll ja nicht so eine einfache Holztür sein, damit man da durchbrechen kann. Und hier war noch... Sag mir nicht, ich kann die Tür nicht öffnen, während ich im... Okay. So, wo finde ich Betten? Bei Möbel wahrscheinlich. Hier, Bett. Möbel, Betten... Hier, die kriegen so ein abgeranztes, hässliches Bett. Ja, ich muss ja mehrere auf einmal bauen, deswegen kann ich jetzt nicht so durch hier Fetten hier hinbauen. Wieso? Hä? Nein, was habe ich gemacht? Oh, dieses Spiel, ey. Ich habe versucht, noch ein Bett zu bauen und der reißt hier alles weg. Ja, läuft. Auf jeden Fall. Nein. Kann ich das jetzt wieder neu bauen und... Was ist denn jetzt? Dieses Kackspiel. Entschuldigung. Es ist eigentlich ein super Spiel. Aber jetzt muss ich alles wieder wegräumen, um es neu zu machen. Ja, Schnauze da drüben. Schlafplätze am Arsch. Verstehe es nicht. Warum passiert das nur mir? Und wieso kann ich Türen nur von außen bauen? So. Keine Ahnung, wie der Hund es hier reingeschafft hat. Aber der Hund hat gelernt, Türen zu öffnen. Betten. Er macht's schon wieder. Alter, was mache ich? Okay, warte. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht bauen kann. Ach, mir fehlt Stoff. Ach, verdammt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Stoff herkriege. Stoff. Wo kriegen wir denn Stoff her?
Halloween-Deko. Ich finde das immer noch so widerlich hier. Holz und Stahl. Aus was macht man Stoff? Oh, guck mal, ein Safe. Yeah. Cool. Ja, war alles mit. So. Können wir alte Betten? Aus Stühlen kriegen wir Stoff. Ich will doch nicht ins Badezimmer. Vorhänge oder so können wir nicht abreißen. Pass auf, wir, hier, guck mal, hier sowas hier. Ich habe doch irgendwo eine Fliege oder sowas gehört. So eine Blähfliege habe ich die ganze Zeit so bei mir im Hintergrund gehört. Oh. Ist mir gerade sowas von egal.